Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Jahrmarkt von der Metro The Big Cynical Adventure und willkommen und viel Spaß mit Metro Maltea. Yeah, hallo. Ja, wir sind auf dem Jahrmarkt immer noch und können Spiele spielen wie das verrückte Rennen und Teller schießen und Tiere schießen mit grünen Furzen und also Blödsinn. Und ja, jetzt werden wir mal nochmal mit dem Rennbudenbesitzer sprechen, würde ich sagen. Obwohl, wir haben hier noch Lollipops. Sieht gut aus, aber wenn ich welche esse, habe ich bald mehr Löcher als Zähne. Ich warte besser, bis ich älter bin, dann bekomme ich ein Gebiss. Sieht gut aus, ja, okay. Manchmal sagt er ja was anderes. Hast du übrigens schon einen Keks entdeckt, du Keksfuchs? Oder noch nicht? Ich habe sogar zwei entdeckt. Nein, echt jetzt? Das Auge des Pferdes. Das Plakat. Nein, du bist so gut. Ich dachte mir schon, dass das Auge seltsam aussieht, weil es keins war. Aha. Und dann die Anhängerkupplung. Ich hab nicht vorher mit ihm gesprochen oder so. Oh, wie gut. Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Keks essen sollte, wenn man bedenkt, wo ich ihn gefunden habe. Aber ein Keks ist ein Keks. Na schön. Cool. Das waren auf jeden Fall schon mal zwei Kekse. Oder hatten wir im letzten Part noch einen gefunden? Nee, ne? Oder? Irgendwie fühle ich mich so doof, weil ich gar keine Kekse so schnell finde wie du. Ich habe den auch zufällig gefunden bei dem Pferd, als du die Aufnahme gestartet hast. Da hatte ich Zeit, mir den hypnotischen Blick von dem Viech anzuschauen. Hab gedacht, mit dem Auge stimmt was nicht. Hm, okay. Gut. Hallo, hallo, hallo. Das sind aber viele Hallos. Wurmrennen oder Pferderennen? Ja, komm, wir gehen aufs Ganze, nehmen wir ein Pferderennen. Das kostet wenigstens vielleicht was. Was brauche ich, um Pferderennen zu spielen? Sagen Sie mir nicht, dass ich mein eigenes Pferd brauche. Nein, 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 Sie müssen mir 5 Münzen geben, dann beginnt das Spiel und Sie können einen Pferdetyp auswählen und... 5 Münzen? Okay, bitteschön. Oh, einen Namen eingeben. Was geben wir denn jetzt für einen Namen ein? Polymethylmethacrylat. Pferd, ja, ist ein Pferd. Pferd. Das Pferd heißt natürlich Alexis. Was hältst du davon? Ja, wenn es ein... Ja. Was heißt Stute hier? Stute ist okay. Wenn es ein Rappe ist, dann ja. Wieso kann es denn keine Stute sein? Ja, werden wir gleich sehen. Wenn er... Sollte man sehen. Da ist mein Pferd. Was soll ich? Klicke mehrmals mit der Maus. Warte! Was soll ich machen? Oh Gott. Was muss ich denn machen? Ja, du kannst auch die Tastatur nehmen. Die Leertasten. Die Spam. Ich konnte das nicht lesen, weil ich die Maus wie eine Irre gedrückt habe. Ja, dann versuch's nochmal und drück die Leertaste. Ja, aber jetzt bist du dran. Mit Lesen immer noch. Was ist mit meinem Alexis passiert? Hm? Sie haben ihn zu sehr angetrieben. Er ist erschöpft. Lassen Sie die Energieleiste nicht rot werden, sonst passiert das. Warum können Sie mir das nicht vorher sagen? Wie auch immer, Sie können dieses Pferd nicht mehr nehmen. Sie müssen ein anderes wählen. Dann machen wir das nochmal, aber wir haben nur noch 15 Münzen. Ah, wir wissen ja, wo wir Geld kriegen. Okay. Das holen wir wieder rein. Darf ich bitte Pferderennen spielen? Hier sind 5 Münzen. Oh, danke, das sind sehr viele Münzen. Wissen Sie, wo ich zuletzt solch schöne Münzen gesehen habe? Nun, das war im Museum. Wie jetzt? Okay, dieses Pferd heißt dann diesmal Maître. Vielleicht haben wir mit dem ja mehr Grütze, genau. Bestimmt, bestimmt. Also, Leertaste. Nein, ich soll nicht, oder? Und hör auf den roten Energieball. Was bist du denn? Aber es ist ja wieder gestorben, oder? Ah ja, weil wegen dem roten Energiebalken. Nee, erster Platz. Ach doch, ist doch. Das ist ein anderes Pferd gestorben. Das andere, na genau. Ich dachte auch, es ist ja unseres. Erster Platz? Wow, gute Arbeit. Wussten Sie, dass nur einer von 10 den ersten Platz macht? Ich schreibe die Ergebnisse auf ein Papier, also... Und wieder eine Trophäe erhalten, eine Errungenschaft bekommen sogar bei Steam. So, Trophäe. Winner Horse Race, genau. 40 Münzen! Siehst du. Da haben wir ja eine Menge. Dann können wir jetzt auch einmal eine Runde Wurmrennen spielen. Da kriegen wir ja nichts. Oder wer weiß, vielleicht bekommen wir was, kostet genau. Ich habe meinen eigenen Wurm. Ach ja, wir haben ja unseren Wurm gefangen.
toll, dann können sie spielen. Nennen sie ihren Wurm, wie sie wollen, und dann beginnt das Rennen und... Langsam, langsam. Wie spiele ich das überhaupt? Drücken Sie einfach mehrfach die Taste. Je öfter Sie drücken, desto schneller werden Sie. Welche Taste? Also Leertaste. Ah, in Ordnung. Dann kann ich anfangen. So. Wahrscheinlich wieder Leertaste. Ich weiß jetzt schon, wie ich es nenne. Den Wurm. Aha. Obwohl, komm, der Wurm. Wie könnte der denn Sammy heißen? Ne? Wie nennen Sammy wir den Wurm? Sammy? Sammy. Wieso denn Sammy? Ja, wie würdest du ihn nennen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber schämst du dich? Nein. Aber warum denn Sammy? Du brauchst es ja nicht sagen, du brauchst ja nur einfach schreiben, dann hört es keiner. Warum Sammy? Fiel mir gerade ein. Sammy dehnt sich so. Ich dachte, jetzt gibt es einen Wurm, der so heißt oder so. Okay, Sammy. Vielleicht. Sammy. Und los geht's! Sammy, komm schon, Sammy! Aber ich muss ihn gar nicht schonen, ne? Ja. Jawoll. Sammy hat gewonnen. Erster Platz. Wow, gute Arbeit. Wussten Sie, dass nur einer von 10 den ersten Platz macht? Ich schreibe die Ergebnisse auf ein Papier, also. Und wieder in der Errungenschaft natürlich im Wurmrennen. Hey. So, Trophäe fürs Wurmrennen erhalten. Was will man mehr? 5 Münzen haben wir dafür auch bekommen und sind jetzt bei 50 Münzen. Bye. Dann kommen wir jetzt zu dem Greifautomaten. Auf jeden Fall will ich zum Greifautomaten. Wir gehen nach links und nochmal nach links. Und dann können wir wieder mal zum mittleren Greifer gehen. Und jetzt können wir da auch Münzen einwerfen. Das ist es. Man muss eine Münze in den Schlitz werfen. Ich bin so clever. So. Was wollen wir denn haben? Den komischen Hasen oder die... Katzenkopf, großer Plüschhase, ein Schwanz, Plüschherz. Okay, das sind die drei Sachen, die wir kriegen können. Das wird ja wohl dann der Schwanz sein von der Katze, oder? Oder es ist ein ganz anderes Tier. Ja, da fehlt was. Nimm doch mal den Hasen, der sieht schön dämlich aus. Oh, ich kann gar nicht weiter nach rechts, ist ja doof. Okay. Das ist ja doof gelaufen. Wie im echten Leben. Das machen wir nochmal. Na, sieht gut aus. Aber er macht es. Oh, das war ja schon. Fast hätten wir den doofen Hasen gehabt. So. Na, muss nochmal. Sie läuft nicht, weil keine Münze eingeworfen ist. So, wir haben ja genug Münzen. Ah, ich hätte noch weiter nach rechts machen sollen. Er macht ihn automatisch mal nebenbei nach unten. Also, ich kann ihn. Also wenn ich nach unten drücke, geht er nach ganz unten. Wie im unten echten Leben, ja. So, nur dass ihr das wisst, dass ich... Also nach rechts kann ich quasi schon ein bisschen steuern. Was sehr schnell geht. Nicht wie im echten Leben, da geht es viel langsamer. Na komm, nimm den Hasen doch mal mit. Ich will den Hasen jetzt haben. Ja, das kommt gut. Nee. Naja, wir haben ja noch ein paar Münzen. Ja, 49 Versuche hast du noch. Nimm den Hasen. Jawohl. Betrug. Das ist voll doof. Jetzt versuche ich mal mit der Katze. Den kann man gar nicht bekommen. Er wird bestimmt irgendwie. Oh, das ist ja nur ein Kopf. Wie gruselig. Von der Katze. Gut, dann versuchen wir es mal mit dem Schwanz. Okay, wir kriegen den Schwanz. Also nur den kann man, glaube ich, auch bekommen. Ich glaub, ja, mag Schwanz. Das Herz oder so kannst du gar nicht bekommen, weil den Schwanz brauchen wir bestimmt für irgendetwas. Kannst du den Hasen nochmal versuchen? Komm, das ist perfekt. Das ist perfekt. Hey, ich hab den Hasen. Großer Plüschhase. Dann kriegen wir es ja wohl jetzt auch mit der Katze noch, mit dem Katzenkopf. Komm, Katzenkopf brauchen wir auch. Oh, jawohl. Oh, komm schon. Das hätte ich ja wohl jetzt... Habe ich gut gemacht. Nein. Wir können es ja auch mal. Der blöde Katzenkopf ist ja eh nur ein Kopf. Wir können es ja mal woanders versuchen. Vielleicht gibt es ja hier noch coolere Sachen. Armbanduhr, Pico WD-Card, hüpfender Plüschhase, Mörderpuppe. Oh ja, komm, die Mörderpuppe. Die Mörderpuppe, komm. Oh, das war ein bisschen zu. Aber vielleicht nimmt er was anderes dafür. Nee? Ah, schade. Die beide sind so auf dem Haufen.
Ja, vielleicht nicht den beiden. Komm schon, nimm wa- ey, komm, eines davon hätte er wohl nehmen müssen. Das geht ja gar nicht. Ah, ja, das hätte funktionieren müssen. Aha. 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 So langsam habe ich keine Lust mehr. Am liebsten würde ich jetzt Maitre machen lassen, damit er mal das darf. Ja, ich würde auch gerne mal, aber... Könnt ihr ja spielen, aber es ist leer. Hier gibt es nichts abzugreifen. Vielleicht die Armbanduhr nochmal oder die coole Karte. Aber die sind so schwer zu greifen. Er nimmt das immer und lässt das. Fand es richtig frustrierend. Ja! Ich hab die Uhr! Eine gute Quarzuhr. Kasia, aha. Komm, nimm die Mörderpuppe jetzt. Nimm die Mörderpuppe. Oh. Lässt sie mal fallen. Was soll ich tun? Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie! Yay! Ich höre dich gar nicht klatschen, Maitre. 112 Gigabyte. Wo ist der Applaus? Die muss mit. Guck die. Mal. Och, Mano. Und ich mach das schon so gut hier. Jawohl, wir kriegen alles, alles, was wir wollen. Wir kriegen bestimmt eine Errungenschaft, wenn wir alles haben. Das sieht gut aus. Jawohl. Oh Mann. Oh. Wie ärgerlich. Kann der denn nicht hüpfen? Der kann doch hüpfen. Wir brauchen nur einen wir Satz werden zu ihn machen, kriegen. So, jetzt haben wir alles abgegriffen hier. Strach. Ja, mal, kleiner hüpfender Plüschhase. So, das war das. Dann können wir ja hier mal zurück und wieder zur Mittleren. Dann holen wir uns ja nochmal den Kopf. Nehmen ihn mit. Aha. Und da haben wir ihn auch schon. Katzenkopf. Und das Plüschherz brauchen wir noch. Oh, das haben wir ganz vergessen. Ja, ja, komm schon. Ich bin gefreut. Ja, 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 ja. Wir haben alles und da ist sie, die Errungenschaft. Gotta catch 'em all. Sehr schön. Wir haben alles. Und haben noch 30 Goldstücke übrig. Kann man viel mit. Viel mitmachen. Ich frage mich, ja, hä, wo ist denn das jetzt hier aufgezeigt? Haben wir das jetzt nicht? Hier unten drin, ne? Warum nicht? Oben im Menü vielleicht? Ach ja, die werden ja hier extra gesammelt, die Sachen. Genau, ja. Stimmt. Hier sind die gewonnenen Sachen. Hm. Da ist unser cooler Wurm Sammy. Die Trophäen. Eine fehlt uns noch. Na klar. Wir haben den linken Automaten noch. Gibt ja drei. Nee, der linke hat nichts. Hat er schon gesagt gehabt. Da war nichts drin. Aber wir müssen hier nochmal die Münzen, glaube ich, gewinnen. Dann müssen wir nochmal eine Runde drehen, würde ich sagen. Na dann. Hä? Na dann, auf die 10.000. Auf die 10.000. Hey, willkommen zurück! Jetzt können wir Münzen einlösen auch. Was war denn das? Was war das Münzen einlösen? Wofür? Gute Frage. Probier mal. Ich kann also meine Münzen... Ach, da ist bestimmt der Sack für, weil er doch nicht sagen will, was da drin ist. Gegen fantastische Preise eintauschen. Hier ist die Liste. Was möchten Sie? Eine Münze Lutscher, 2 Münzen Postkarte, 5 Münzen eine Münze. Das macht Sinn. 10 Münzen Polizeiverkleidung. Die nehmen wir mit. 100 Münzen ein Geheimnis. Also die Polizeiverkleidung. Die nehmen wir auf jeden die Fall. Die nehmen wir mit. Die Polizeiverkleidung. Geben Sie mit 10 Münzen, bitte. Jawohl, Hektor hochnehmen. Polizeiuniform erhalten. Jawohl, super. Damit kann ich Hektor hereinlegen und... Ihr Kind wird sich so darüber freuen. Nicht nur das Kind. Mein Kind? Was meinen Sie damit? Das ist eine Verkleidung für 12- bis 16-Jährige. Ja, rasieren Kinder durch. Oh, oh. Ich bin schlank, ich sollte reinpassen, hoffe ich. Und es fehlen alle Accessoires, es sind nur die Klamotten, wie schade. So, dann können wir nochmal die Münzen einlösen. Welchen Preis möchten Sie? Eine Postkarte vielleicht, ein Lutscher?
Ein Geheimnis für 100 Münzen können wir eh nicht, aber vielleicht was Einfaches? 5 Münzen, eine Ich würde Münze. Einfach beides nochmal eintauschen, weil wer weiß, ob wir noch einen Lutscher oder eine Postkarte oder sowas brauchen. Gut, genau. Ja. Kann ich eine Postkarte haben? Na klar! Jetzt haben wir eine Postkarte bekommen, wo drauf steht, Gabriel, ich bin es. Weißt du es schon? Wir haben meinen Onkel in eine kleine Kiste gesteckt. Ich hoffe, du denkst an mich, wenn du Würstchen kochst. PS, anbei ein paar Muffins. Okay. Hey, wir haben meinen Onkel in eine kleine Kiste gesteckt. Martin Roger. Nicht vergessen, abstempeln zu lassen. Ja, welchen Preis möchten Sie? Dann jetzt noch der Lutscher. Ah, du bist... Einen Lutscher, bitte. Hier, bitteschön. Und da ist er, der Lutscher. Achten Sie darauf, sich die Zähne zu putzen. Ach, schrecklicher Tipp. So. Komm, wir drehen das Rad nochmal. Wozu denn eine Münze? Also ich möchte 100 Münzen haben, damit ich das Geheimnis weiß. Ja, dann können wir die eine Münze eben auch nochmal verschlindern. Wir sind ja sowieso nicht auf einer Rundzahl. Ich würde es gerne nochmal drehen. Na klar. Oh, hoffentlich, Die 10.000. Verlieren wir nicht. Ich wollte es gerade sagen, verlieren wir die Münzen nicht. Aber wir haben eine gewonnen. Hier, bitteschön, eine Münze für Sie. Und nochmal. Du wirst dich freuen, wenn du hinterher die Musik hörst. Metro hört sie nämlich nie. Fünf Stück. Oh. 5 größte Münzen für Sie. So kommen wir auch zu den 10.000. Dauert noch ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir kriegen bestimmt eine Trophäe, wenn wir da den Hauptgewinn machen. Wir haben echt Glück gerade. Ob die Glückssträhne anhält, werden wir gleich sehen. Wir haben Lauf. Da ist eine Niete. Aber wir wollen die 10.000, damit wir das Geheimnis auch bekommen. Ach Mann, immer so schon dran vorbei. Wir drehen das jetzt so lange, bis die 10.000 kommen. Ansonsten können wir einen Cut machen. Dieser Musik im Hintergrund. Es fehlen noch 9.974. Warte. Oh, das war ganz knapp, liebe Leute. Schade. Eine neue Runde, ein neues Glück, meine Damen und Herren. Das Rad wird gedreht und schade, wieder daneben, meine Damen und Herren. Schade. Da wird nochmal das Rad gedreht. Und das Glück wird kommen. Fast. Schade, ein bisschen weiter und sie hätten die 10.000 gewonnen. Aber da geht noch eine Runde. Ja, das musste auch mal passieren, dass wir eine verlieren. Geben und nehmen hier. Ja, wir haben ja schon wieder 26 Münzen. Da können wir ja nochmal eine Runde Pferderennschlüsse spielen. Was ist der Totenkopf? Ich frage mich immer, was der Totenkopf ist. Den hatten wir nämlich noch gar nicht. Ich meine, das eine Münzen abgeben, vielleicht verliert man da alle Münzen. Oh, guck mal, fast 10.000. Ah. Ganz knapp. Und irgendwann muss man das doch schaffen. Vielleicht kann der das ja auch sehen, der Spacko. Und macht der hinten mit seiner Hand immer schön hinter das Rad. Genau. Und stoppt das immer, damit das da gar nicht hingeht. Oh Mann. Wie verlieren wir die Münzen schon wieder? Gut, wir sagen noch dreimal drehen. Dann ist hier Sense. Mit Dreh. Ja. Sonst kriegen wir noch einen Drehwurm. Ein Drehwurm. Sammy und so. Ach ja. Wieder spaßig hier heute bei uns. Das war die erste Runde. Dafür gewinnen wir nochmal. Eine Münze gewinnen wir noch. Na toll. Immerhin. Das war die zweite Runde. Unsere letzte. Eine Niete. Du kannst ja später nochmal probieren. Ich versuche das dann nochmal ein paar Mal. Einen schönen Tag. Ja, und Keks sehe ich hier jetzt eigentlich auch soweit gerade nicht mehr.
Die werden ja auch irgendwie immer schwieriger zu finden, wobei du die ja irgendwie trotzdem immer findest, seltsamerweise. Wir waren ja jetzt auf dem Jahrmarkt. Bleiben wir da noch drauf oder gehen wir weg? Was gibt's denn da noch? Wir sind fertig auf dem Jahrmarkt soweit, also... Da haben wir eins, zwei... Haben wir da drei Kekse? Nee, ich glaube, wir hatten hier auch nur zwei. Also einer fehlt hier eigentlich auch nur. Wer weiß, wo der Keks ist. Das eine war auf dem Auge, das andere vielleicht hier zwischen den Lollis oder so. Länger guckt. Sonst ja. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum... oder wir machen jetzt das mit Hector. Weil wir ja ein Polizist sein können. Aber ich weiß nicht, ob er das macht. Ja. Wie probieren wir das? Wir probieren das einfach mal. Achso. Faken wir mal eben Polizisten und nehmen den Hops. So. Dann ist bestimmt auch dieser Inspektor da und ein bisschen gnädiger und gibt uns Auskunft. Sieht total nach einem echten Polizeioutfit aus, wenn es nur nicht in Kindergröße wäre. Achso, also er kann das doch nicht anziehen. Quitschen. Nee, macht er nicht. Ah. Okay, wir haben ja jetzt verschiedene Sachen hier. Gut, dann gehen wir eben doch zum wohin nochmal? Zum Le Désilé. Genau, da gehen wir jetzt mal hin. Ist das nicht idyllisch hier, liebe Leute? Oh. Ist das nicht schön? Frankfurt am Main. So, jetzt geht man hier zum Angelplatz, zur Insel. Hier ist ein Boot, Atomkraftwerk, ein Ast, ein Schloss, was wir uns anschauen können und der Strand. Schauen wir mal den Strand an. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich habe wirklich keine Zeit, am Strand herumzulaufen. Wenn das aber ein FKK-Strand wäre... Aha. Angel. Atomkraftwerk. Hier, ein Keks. Hm, ich weiß nicht, ob das ein Keks oder ein Stück von dem alten Ast ist. Oh, naja. Unmöglich, ich kann ihn nicht rausziehen. Naja, das bedeutet dann wohl einen nutzlosen Gegenstand weniger in meinen Taschen. Aber bestimmt kann man da irgendwas noch dran kombinieren oder so. Das Atomkraftwerk einmal bitte. Ja. Wenn man bedenkt, dass es den See an den Strand nicht gab, bevor sie das Atomkraftwerk gebaut haben. Und die Leute beschweren sich trotzdem darüber. Das macht mich krank. Ja, ein Paradies, genau dort vor meinen Augen. Und ich komme nicht hin. Warum? Oh, warum nur? So, dann können wir zum Angelplatz gehen. Da sind wir auch schon am Angelplatz. Und da ist der gute Tom. Unser Freund. Und ein Bienenstock. Mhm. Sieh mal einer an, ein Bienenstock. Hier. Und die Leute sagen, Bienen sterben aus. Autsch, ich dachte, Bienen wären nett. Die Biester haben meine Unwissenheit arglistig ausgenutzt. Ja, bevor wir den anquatschen, sammeln wir mal die Kekse ein. Ja, Kekse. Du hast ja wieder mal... eine Angel, eine Angel. Da, ja, da, da. Ich habe schon einen hier selber gefunden im Napf. Sehr schön. Oh, jemand hat einen Keks in diese Kiste gelegt. So, was? Angelschnur? Hm. Das hier ist aber keine. Das ist wirklich die Angel. Okay. Ist kein Keks. Ich habe im Moment eigentlich keine Lust zu angeln. Wo hast du denn noch einen gefunden? Ja, das war der andere. Ach so. Von dem ich dachte, das wäre einer. Nein, es ist tatsächlich die Angel, aber sieht wirklich so aus wie ein Keks. Das stimmt. Wahrscheinlich zu offensichtlich. Schilf. Schilf ist eine Pflanzenart, die in der Nähe von Wassergebieten wächst, zum Beispiel an Teichen und Seen. Das habe ich von Wikipedia gelernt. Netz, kein Fisch im Netz. Und Tom ist derjenige, der sich immer über mich lustig macht und sagt, er wäre der beste Angler, den es gibt. Wem will er etwas vormachen? Oh, ich verstehe, in seinem Netz ist ein Loch. Ich sage es ihm besser nicht. Ich hasse es, diese armen kleinen Kreaturen leiden zu sehen. In Freiheit sind sie viel besser dran. Oder noch besser, in der Pfanne gebraten. Lecker! Aber dann soll er ihm doch helfen, einen zu fangen, wenn er die mag. Hä? Naja. Gut, dann Angeltasche. Darin verwahrt Tom seine Angelausrüstung. Zumindest glaube ich das. Ich habe die Taschen noch nie offen gesehen. Wer weiß, vielleicht sind da Leichen dran. Ich kann sie nicht öffnen. Ein dicker Arsch sitzt da drauf. Rumflasche. Du bist wieder Tom. Hey, was machst du da? Wonach sieht es aus? Da steht zwar eine wertvolle Flasche rum. Genau. Ende weg, das ist meine. Bist du sicher? Dein Name steht nicht drauf. Doch. Na klar, schau hin. Wow, unglaublich. Das ist dein Ernst. Das ist meine Glücksflasche. Ich gehe nie ohne sie angeln. Sie scheint voll zu sein. Du hast sie nie getrunken. Ja, doch, natürlich. Ich fülle sie nur von Zeit zu Zeit wieder auf.
Ja, jetzt, wo du es erwähnst, ich erinnere mich, dich dabei einmal in der Bar gesehen zu haben. Und, was kann ich tun, um sie zu bekommen? Naja, ich habe eine Idee. Ich gebe sie dir, wenn du heute einen Fisch fängst. Einen Fisch fangen? Das ist leicht. Bist du sicher? Ich habe noch nie gesehen, dass du einen gefangen hast. Hey, ich hatte nur ein bisschen Pech, das ist alles. Okay, dann reden wir nochmal richtig mit Tom. Hallöchen. Hi, schon was gefangen? Bis jetzt noch nicht. Bleibst du kurz und angelst mit mir? Tut mir leid, aber ich habe viel zu tun. Ist diese Angelegenheit so wichtig? Ja, ich glaube schon. Es gibt da ein paar Dinge, die ich dir gestern nicht gesagt habe. Bis auf meine Geldbörse wurde mir nichts gestohlen, außer eine rätselhafte Tafel, die auf einer meiner Statuen stand. Und rate mal, ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der von einem ähnlichen Fall berichtet. Ein Antiquitätenhändler wurde ermordet und er hatte genau dieselbe Statue. Oh, ein Mord? Wenn derselbe Mann dein Angreifer ist, hättest du jetzt tot sein können. Und das ist noch nicht alles. Das Schloss von meinem Laden wurde geknackt und zwar in derselben Nacht. Wurde in deinem Laden etwas gestohlen? Nein, nichts. Kannst du das glauben? Von all den prachtvollen Antiquitäten in meinem Laden hat derjenige nichts mitgenommen. Ja, sehr überraschend. Die Person hat also nach etwas Bestimmtem gesucht. In meinem Laden wurde er nicht fündig, also hat er es in meiner Wohnung versucht. Und dieses Ding ist deine Geldbörse? Hey, passt du überhaupt auf? Es muss diese Tafel von der Statue sein. Aber warum? Ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie nicht mehr weiter. Das ist alles, das du weißt? Ja, soweit schon. So, jetzt können wir über den Fall nochmal reden. Ich bin zu meinem Termin mit Inspektor Cassé gegangen. Und? Nicht viel. Er hat mir nur geraten, weitere Beweise für die Wichtigkeit dieses Falls zu finden. Erst dann kann er eine Ermittlung durchführen. Was ist mit deinem Angreifer? Dasselbe. Wenn ich Beweise für seine Schuld hätte, könnte er ihn vielleicht anklagen. Also nicht viel Fortschritt. Okay. Ich schätze, dann gehe ich mal. Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Inspektor Garcia hat gesagt, du brauchst Beweise, dass Hector der Täter ist. Ja, und? Wie wäre es, wenn du ihn selbst dazu bringst, es auszuplaudern? Unmöglich, dieser Typ ist nicht gerade jemand, der jedem alles anvertraut. Vielleicht musst du nur ein bisschen nachhelfen. Was hältst du davon, dich zu verkleiden? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du willst, dass ich mich als Cheerleader verkleide, richtig? Was? Ich rede von einer Bullenverkleidung. Ja, natürlich. Mit einer kompletten Verkleidung wäre er starr vor Angst. Und er würde sowieso kein Gangster einen Polizisten einfach so erschießen. Glaubst du, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, glaub mir, ich kenne Gangster besser als du. Wenn du dich also verkleidet hast, stell ihn unter Druck und bring ihn dazu, ein Geständnis auszuplaudern. Ich weiß nicht, ist es wirklich möglich, einen Gangster so einfach zum Gestehen zu bringen? Wenn du ein typischer guter Cop wärst, nein. Aber was, wenn du ein böser Cop wärst? Das könnte eine gute Idee sein, aber sie ist ein bisschen schwierig durchzusetzen. Ah, ich helfe dir. Außer dem Bullenkostüm brauchst du noch etwas, um ihn aufzunehmen, wenn er zugibt, was er getan hat. Okay, ein Aufnahmegerät, was noch? Ein visueller Beweis wäre auch nicht schlecht. Die Aufnahme reicht der Polizei vielleicht nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich so etwas bekommen könnte, aber warum nicht? Wer weiß, vielleicht gab es einen Zeugen. Und hast du auch daran gedacht, dass ein Angreifer vielleicht Fingerabdrücke hinterlassen haben könnte? Ja, sehr clever. Ich schreibe mir das alles auf. Vielen Dank, Tom, du bist eine große Hilfe. Kein Problem, Mann. Ich bin froh, dass ich dir helfen kann. So, Verkleidung und Zeug. Alle Gegenstände, die du brauchst, um Hector hochzunehmen, werden in einer Kiste gesammelt. Du findest sie in der oberen Leiste. So, dann gucken wir mal in die obere Leiste. Hector hochnehmen. Warum auch immer hochnehmen? Um Hector hochzunehmen, brauche ich das. Eine komplette Polizeiverkleidung, ein paar Beweise, einen visuellen Beweis, eine Aufnahme, Fingerabdrücke und so weiter. Und dann haben wir hier zum Beispiel schon mal die Polizeiuniform, brauchen aber noch weitere Dinge, die wir im nächsten Part finden werden von Demetrius. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir kommen ja hier gut voran im Moment. Macht mir sehr viel Spaß und wir hören uns im nächsten Part, Leute. Bis dann. Ich freue mich. Tschüss.